Hallo und willkommen fast live aus Wolfsburg von der Präsentation des neuen Volkswagen ID3. Wäre dieses Auto ein Mensch und hätte es Schultern, müssten diese ziemlich stark sein, denn es lastet Großes auf ihnen. Mit dem ID3 möchte Volkswagen nicht weniger schaffen für die Elektromobilität, als es damals mit dem Käfer für das Auto an sich getan hat. Die Daten und Fakten überlasse ich dabei meinen geschriebenen Artikeln. Hier geht es jetzt mal einzig und allein um Eindrücke und was zum Anschauen für euch. Starten wir los! Hier ist er nun also endlich, der Volkswagen ID3, Volkswagens Antwort auf die Elektromobilität. Von außen unmissverständlich als Elektroauto zu erkennen, freundliches Geschau, das Design wird natürlich Traditionalisten nicht gefallen, aber für die ist das Auto auch nicht gebaut. Die ganze Plattform ist es tatsächlich nicht. Denn natürlich hat VW erstmal für dieses Auto den modularen Elektrobaukasten aus der Tasche gezaubert, der somit auch künftige Elektrofahrzeuge von Skoda, Audi, Seat und auch Ford im Rahmen ihrer neuen Kooperation untermauern wird. Das Interessante daran, dadurch, dass es von Anfang an als Elektroauto konzipiert wurde und somit hier keinen Motor gibt, konnte man die Fahrgastzelle relativ weit nach vorne rücken, kurze Überhänge realisieren, was wiederum bedeutet, dass der Wagen außen ungefähr so groß ist wie ein Golf, innen aber die Platzverhältnisse eines Passat bietet. Dazu würde ich sagen, wir schauen einfach mal rein. Bei der Gelegenheit hier übrigens der neue Schlüssel. Tada! Wir sperren auf. Werfen einen Blick in den Kofferraum. Der ist natürlich nicht so groß wie in einem Passat-Kombi, aber dennoch gut nutzbar. Obgleich die Stufe ein bisschen hoch geraten ist. Ein Abteil weiter vorne finden wir die Rückbank. Ich habe heute die Sitzprobe gemacht, ich bin 1,75 groß und wie man mir vielleicht angesehen hat, kein Kostverächter und sitze aber sehr bequem. Einzig beim Scheitel wird es vielleicht ein bisschen eng, aber im Großen und Ganzen kann man hier hinten auch längere Reisen problemlos überstehen. Deutlich spektakulärer wird es hier vorne. Dabei gleich ein nettes Detail, falls es euch nicht auf den ersten Blick aufgefallen ist. Gas und Bremse, Start und Pause. Netter Gag. Mehr als ein Gag ist, wenn ich hier jetzt Platz nehme, gäbe es hier zwar theoretisch einen Startknopf, aber den brauche ich nicht. Wenn ich mit dem Schlüssel in der Tasche einfach auf die Bremse steige, erwacht das Auto zum Leben. Denn warum bitte sollte ich überhaupt bei einem Elektroauto einen Startknopf brauchen? Wenn wir uns hier weiter umschauen, sehen wir ein kleines 5 Zoll Display im Lenkrad. Der Clou hierbei ist, wenn ich das Lenkrad verstelle, wandert das Display mit und somit auch der Fahrstufenwahlhebel. Nach vorne ist Drive, zurück ist rückwärts, hier drauf ist P. Selbes Prinzip wie beim Einsteigen, wenn ich auf P bin, mich abschnalle und die Türe öffne, schaltet sich der Wagen aus, aber anscheinend nicht, wenn man gerade erst eingestiegen ist. Vorführeffekt. Infotainment-System, neueste Generation, so ähnlich bekannt aus dem Golf 8, hier natürlich erweitert um so manch Elektrospezifika. Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, es gibt eigentlich, nicht nur eigentlich, es gibt keine mechanischen Knöpfe. Es läuft alles über das Touch-System, das im Grunde aufgebaut ist wie ein Smartphone. Man hat unterschiedliche Kacheln, die man sich unterschiedlich unterteilen kann und Seiten, zwischen denen man hin und her switchen kann. Uns wurde versprochen, dass man das natürlich alles individualisieren kann. Interessant dabei, das Ganze ist annäherungssensitiv, sprich, wenn sich keine Hände nähern, ist es ein sehr reduziertes Design. Sobald die Hand nah hinkommt, werden die Schaltflächen eingeblendet. Wie fährt sich das Ganze? Nun, durch den niedrigen Schwerpunkt und den Hinterradantrieb eigentlich relativ dynamisch. 204 PS sind es in der momentan stärksten Version maximal. Die sind elektromotortypisch augenblicklich abrufbar, was natürlich für eine tolle Beschleunigung und ein schönes Fahrgefühl sorgt. Das bringt zudem mit sich, dass sich die Vorderräder einzig und alleine aufs Richtungsvorgeben konzentrieren können. Damit sind sie nicht nur frei von jedweden Antriebseinflüssen, sondern können auch besonders stark eingeschlagen werden. Der Wendekreis von diesem kleinen Ding ist somit knapp über 10 Meter. Das ist ziemlich genau Poloniveau, obwohl der Wagen eine ganze Klasse darüber liegt.
Das war ja auch dann schon wieder unser erster schneller Rundgang um den neuen Volkswagen ID3. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr es bis hierher geschafft habt, erstmal herzlichen Dank dafür. Und zum anderen, wie euch wahrscheinlich aufgefallen ist, war das erste Video dieser Art, das ich gemacht habe. Dementsprechend freue ich mich sehr über jedwedes Feedback. Habe ich zu viel geredet? Habe ich zu wenig geredet? Habe ich zu schnell geredet? Habe ich zu langsam geredet? Oder war das Ganze so undeutlich, dass ich sowieso nicht verstanden habe, worum es ging? Was auch immer euch auf der Seele brennt, hinterlasst es mir in den Kommentaren. Ich freue mich drauf. Vielen Dank und schöne Grüße aus Wolfsburg.